Gasmaske benutzt. Macht den ganzen Raum blauer. Boah, der ganze Ort hier ist ja voll mit Lava. Wenn wir nicht aufpassen, wo wir hintreten, dann verbrennen wir uns noch. Wenn wir ein paar Eisboots hätten, dann könnten wir locker über die Lava laufen. Und wenn wir einen Hammer hätten, könnten wir durch diese angeschlagenen Wände uns durchbrechen. Tja, haben wir aber nicht. Schade. Naja, gut, dass du es erwähnst. Noch zu erwähnen gilt vielleicht, dass Garstin jedes Mal, wenn wir schlagen, einen dieser lustigen Bälle feuert, die echt super sind, da sie zielsuchend sind. Sie suchen sich ihre Gegner von alleine, wie ihr seht. Das ist spitze. Ich mag Garstin sehr gerne, auch wenn er ein bisschen klein und nervig ist. Und ich zeige euch jetzt mal seine Special Power. Bam, wie wir schon in seiner tollen Introduktion gesehen haben, klärt das einfach mal eiskalt den ganzen Screen. Ach ja, was ich noch vergessen habe zu erwähnen, wenn ich still stehen bleibe und mich ein Projektil trifft, blockt mein Schild das ab, aber nur wenn ich stehen bleibe. Es ist so dunkel, ich kann gar nicht sehen, wo ich hingehe. Wenn ich nur eine Fackel hätte. Ja, wenn, wa? Kann ich alles haben. Gut, ich ignoriere einfach mal, was hier so ist, denke ich. Diese großgrünen Säulen kann man übrigens kaputt schlagen, wie ihr seht. Ich weiß nicht genau. Wenn wir einen Hammer hier benutzen, kriegen wir noch was. Au, au, ich bin noch mit Lava gelaufen. Ah. So. Zack, hüpfala. Ja, doof, dass wir jetzt keine Fackel haben, wa? Das trifft sich. Was das da bringt, weiß ich nicht genau. Ich glaube, das erhöht für einen gewissen Zeitraum meine Angriffsstärke. Wow, wop. Ich hau einfach mal auf alles drauf. Das meiste Zeug hier ist temporär, also das meiste, was wir einsammeln, bringt uns nicht auf lange Dauer was. Ja, ich weiß, ich habe eine Kiste übersehen, aber den meisten ist sowieso nur Medizin, will sagen Red oder Blue Medicine, was unser Leben oder unser Mana wieder auffüllt. Mana brauchen wir jetzt gerade noch nicht, aber das wird nochmal wichtig. Gut, hier sehen wir wieder was. Das ist schön. Ich mag's, wenn ich Dinge sehe. Wow, nein, das war nicht der Plan. So. Und jetzt gehen wir einfach mal weiter. Gut, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Ah, ja, genau, vom Anfang. Ja. Yeah. Wenn ihr euch vielleicht erinnert, da vorne sind wir rein. Ja, man kann hier schräg laufen. Macht man nur sehr selten. Ja, Käfer interessiert Lava anscheinend nicht so. Manche Gegner lassen Herzen fallen, manche auch irgendwie andere Dinge. Wow. Muss ich mich mal durchfrickeln. Blaue Medizin, die füllt ein bisschen vor beidem auf. Ich gehe jetzt erstmal da rein, denke ich. Nee, komm, da gehe ich jetzt nicht rein. Ich glaube, das war keine gute Idee. Ich benutze, glaube ich, nochmal hier seine tolle Special Ability, um den ganzen Screamer freizumachen. Sehr nervig an diesem Spiel ist, und ich meine sehr nervig, alles respawnt, sobald man den Screen verlässt. Alles. Und zwar wirklich sofort. Oh, da krieg ich den Affen. Das ist ganz toll. Wir brauchen erst den Hammer, bevor wir weiter können. Ja, super. Hammer. Hallo. Hammer. Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Ja, wir waren hier schon mal. Ich weiß, ich kann hier nichts sehen. Ups, auf falsche Richtung. Rupp. Zack, auf drauf. Wenn ich auf dem Gegner drauf lande. Au. Tut das noch mehr weh, als wenn ich dumm bin und über Lava laufe. Ich muss wegen des tollen. Ja, wie mach ich das? Bitte? Ja, Blue Medicine. So, dann mach ich mir kurz Stopp für. Theoretisch kann man in diesem Spiel speichern. Ich weiß aber nicht wie. Da dieser tolle japanische Translation Patch auf Englisch. Auf Englisch. Nicht so ganz funktioniert. Ich habe da nur so einen Haufen japanischer Schriftzeichen. Und deswegen, jedes Mal, wenn wir aufhören, setze ich ein Save State. Denn in diesem Leben, in diesem Spiel haben wir Continues. Im Moment 8 an der Zahl, ihr seht sie da oben. Und wenn die weg sind, ist vorbei. Weil ich also kein Speicherfeature habe, beziehungsweise es nicht nutzen kann, nehme ich einfach Save States. Natürlich werde ich die im Spiel so nicht benutzen. Und ja. Hoffen wir einfach mal, dass wir durchkommen. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Wir haben 8 Stück im Moment. Und ich weiß nicht, wie gut wir damit zurande kommen. Aber ich sehe der ganzen Sache mal positiv entgegen.
damit ihr das nicht machen müsst. Finde ich nicht nett. So. Auf. Gut. Wo kommen wir hin, wenn ich hier drauf hüpfe? Bitte nicht zurück an... Au, 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 nicht in die Lava. Telesema. Gut, jetzt haben wir mehr SP. Das ist, okay. Ah, toll. Wir sind am Anfang. Ist jetzt ganz schlecht. Ich habe nämlich sehr wenig Leben. Zum Glück habe ich noch einen Holy Cup. Das ist also nicht so schlimm wäre, wenn ich jetzt mal das Zeitliche segne. Aber doch ärgerlich. Da wir noch keiner wirklichen Herausforderung begegnet sind. Ich meine, den Lizardman, den haben wir ja ganz gut abgefrühstückt. Und ja, Öpfer. So. So, Hammer. Ich suche immer noch den Hammer. Mal nach hier und dann gehen wir wieder hier rein. Zack. Hier wäre ein Hammer auch, glaube ich, ganz nützlich. Naja, gucken wir mal. So. Achso, das ist eine Wand. Haha, habe ich nicht gesehen. Ich versuche mal, ob meine lustigen magischen Kugeln die Gegner verfolgen. Die regeln das hier schon ganz gut. So, euch mache ich wieder alle weg. Nur wo finde ich den Hammer? Ja, daran zu kommen, stellt sich als überaus schwierig dar. Ja, wie ihr seht hier... Au, scheiße. Nicht schnell laufen, wenn du es nicht willst. Ja, wie ihr gesehen habt, der Holy Cup hat uns den Arsch gerettet. Und ich habe immer noch keine Ahnung, wo ich lang muss. Wo ist dieser dämliche Hammer? Ich habe ernsthaft... Ja, jetzt kriege ich Leben von euch. Hahaha. Ihr seid böse. Ja, was anderes bleibt mir erstmal nicht übrig, als hier hinzugehen. Leider komme ich hier gerade nicht weiter. Aber der Hammer ist hier drin, das weiß ich noch. Ah, und wir wissen mal, wenn wir hier lang gehen. Bitte sag mir nicht... Oh, doch, sag mir es hier. Ja, na, ja. Haha. Arschgeigen. Ja, gut. Jetzt, wo wir einen Hammer haben, können wir diese wunderbaren Wände hier einfach einschlagen. Und darin ist ein bisschen Telesema für uns. Wer sich den Namen ausgedacht hat, keine Ahnung. Es war wohl ein sehr intelligenter oder sehr dummer Mensch. So, was fehlt uns noch? Eine Fackel wäre von Vorteil. Tipp. Aber erstmal holen wir uns die ganzen eingeschlagenen Wände, die wir noch übrig haben. Hier drin haben wir Blaumedizin. Immer angenehm zu haben. So, hier ist noch eins zum Hüpfen. Hüpfer. Hör auf. Wer auch immer die da gelassen hat. Ey, warum nicht, wenn es Spaß macht? Hopp, geh mal da, ist hier noch was? Oh. So, nee, ich manchmal treffe ich einfach nicht. Hopp. Und ja, hier sieht es auch irgendwie mau aus. Hopp, noch da. Ach, Mann. Dumm. Ja, gut. Hier erstmal nichts. Nichts in meinem Ärmel. So, hier haben wir wieder massig zum Aufdecken. Und ein bisschen Leben für uns. Noch ein Telesema, das ist wundervoll. Und noch ein Aura Blade. Gut, Sachen, die uns auf lange Sicht nicht so viel bringen aus dem Telesema. Hier drin haben wir, yay, ein Stage-Item, die Fackel. Jetzt können wir auch dunkle Gegenden besuchen. Das freut uns selbstverständlich. Und wir machen erstmal Ratatatams. Ist ein Fachbegriff. Manche werden das nicht verstehen. Lalala. Oh, nicht rennen. Ich renne nicht, okay? Man muss zweimal das D-Pad in die Richtung machen, dann rennt er. Was ich aber die ganze Zeit nicht tue. Gut, hier ist noch dieses Ding. Es wird immer spannend. Wo kommt ihr denn jetzt her? Wird immer spannender, je öfter ich mach's, ich weiß. Und hier haben wir Stage-Item, die Ice Boots. Let's you walk over lava. Jetzt können wir endlich dumm sein. Ja, ich weiß, das mache ich schon die ganze Zeit, aber jetzt habe ich eine Berechtigung, warum es nicht so schlimm ist. Vorher habe ich ja schon gesagt, dass es nicht so schlimm ist. Fackel benutzt. Ja, es sieht auch schon besser aus. Denn jetzt sieht man was. Vorteile. Und hier drin ist noch Telesema. Supi. Öpfer. Gibt es da irgendein... Ups, nein, das ist die falsche Richtung. So, irgendwas, wo wir über Lava laufen müssen. Denken wir mal scharf drüber nach. Ja, mir fällt ja spontan was ein. Hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich das Spiel schon mal eine Weile gezockt habe. Und ich wusste jetzt ja auch nicht mehr, wo der Hammer ist. Das wusste ich wirklich nicht. Beim ersten Mal habe ich ihn sofort gefunden.
Ah, nehmen wir die Abkürzung ab. Und dich hat es zerzwiebelt, du dummes Käferding, du. Und ich muss hier rein. Ja, ja. Ja, ihr seid noch da. Wenn ich jetzt die Dinger einhaue, sind sie leider leer. Wäre natürlich super, wenn ich hier Telesema bis zur Unendlichkeit farmen könnte. Denn das ist das Einzige, was uns wirklich erhalten bleibt. Unsere SP sind nützlich. Also, ich würde sie definitiv als nützlich bewerten. Aber nach einer Zeit werden sie ein bisschen obsolet. So, hier waren wir noch nicht drin, oder? Ich glaube, hier waren wir noch nicht drin. Probieren wir es doch mal. Facke benutzt und die werden wir wohl nicht weiterkommen. Und wie wir sehen, ohne die Eisboots werden wir wohl auch nicht viel weitergekommen. Ich glaube, ich hüpfe erstmal nach da. So. Scheiße. Das war eine dumme Entscheidung. Ah. Naja. Muss auch solche Leute geben, wa? Mist, jetzt rege ich mich ein bisschen auf innerlich. Das hätte nicht sein müssen. Und warum halten die Käfer zwei Schläge aus? Ich hasse die Käfer. Wird immer spannender, ich weiß. Das ist hier, Alkahast. Auch mal schön das Spiel nach dem Dämonengott zu benennen. Dämon. Ja, doch, es war ein Dämonengott, wenn ich mich recht entsinne. So, und ich laufe jetzt einfach vorbei. Lalala, ignoriert mich einfach. So, Fackel benutzt. Eisstiefel haben wir schon an. Und damit flanieren wir jetzt ganz geschickt hier rüber. So, spätestens hier werden wir wohl ohne unsere Stiefel nicht weitergekommen. Blaumedizin. Wow, wow. Okay. So wie ich das sehe, auch wird hier wohl auch noch. Ah, ja, 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 ja. Was auch immer das ist, sieht aus wie ein Twinkie, der sich uns seinen Weg schiebt, aber es, ich kann euch verraten, das ist keiner. Spoiler. Das Spiel macht keinen Sinn mehr, weil ihr wisst, dass das kein echter Twinkie war. Twinkies würden nicht verderben. Daran erkennt man das. Ja, wie ihr seht, Garland ist schon ganz nützlich hier. Yay, ich habe noch eine Holy Cup bekommen. Unser tolles Oh-Shit-Device. Ein Elixier, das wohl geilste, was man finden kann, da es die VI, MP und SP wiederherstellt. Und das sieht mal schwer nach Bossfight aus, wenn, wow, wenn ihr mich fragt. Was bist du denn für ein lustiges Kerlchen? Komm, du mir bloß nicht zu nahe. Willkommen, Alan. Du hast den Mut, die Guardian-Kraft zu kontrollieren. Und den Dämonengott, dem Dämonengott gegenüberzutreten, ha? Na, musst du erstmal getestet werden. Weich meinen Schlägen schnell aus. Und benutzt dein Schild, um meine Pulskanon, Impulslaser, Impulskanone zu blockieren. Dann such dir eine Öffnung und attackiere mit deinem Spinning Slash, also deinem Rundumschlag. Jetzt versuch den Golem zu besiegen. Ach, komm schon, müsst ihr mich testen? Ich dachte, ich bin da auserwählt und so. Ja, ganz schlecht. Lava bei Bossfights habe ich keine gute Erfahrung mit. Whoop. Ja, ja, schießt nur. Ich ignoriere das. Wow. Ja, ich habe Aura Blade bekommen. Und. Hüpf. Oh, nicht gut. Au, au. Egal, ich habe noch einen Holy Cup. Natürlich sollte man trotzdem vermeiden, getroffen zu werden. Lalala. Ja, ist nicht gut, wenn du auch nicht out hast. Ich hab's verstanden. Ja, aber ich ignoriere es einfach. Ja, ich laufe im Kreis. Bin ich nicht dein Held. So, diese kann ich ja anscheinend blockieren mit meinem Schild. Boah, die dann nicht. Spoiler. Oho. Ich kann nicht den gewaltigen Schlag in die Fresse von diesem Stahlgolem blockieren. Pick. So, so sieht's aus, wenn man blockt. Ja, bleib du da ruhig stehen. Ich hab Zeit. Ich glaube, die kann man auch nicht blocken. Na, versuchen wir einfach mal so eine SP-Power zu nutzen. Mal sehen, wie viel Schaden das macht. Oh, das sieht noch ganz ordentlich aus. Machen wir nochmal. Und dann dürfte der gute Golem Geschichte sein. Und wir haben unseren ersten richtigen Bossfight bestritten. Beziehungsweise... jetzt. Party hard. Oh, eine Kiste für mich. Kiste, 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 Kiste. Wow. Gib mir die Kiste. Was ist in der Kiste? Es ist... Navi aus Legend of Zelda Ocarina of Time. Nein, natürlich nicht. Es ist der Guardian des Feuers. Gut gemacht, Alan.
Benutze die Klinge des Guardians des Feuers, wenn du meine Kraft needst. Needst. Oh Gott. Brauchst. Die Guardian-Klinge des Wassers ist im Tempel im Königreich von Panakaya. Und die des Windes ist im Imperium. Natürlich ein super Platz für uns. Ich weiß nicht, wo das Guardian Blade der Erde ist. Naja, du musst sie alle finden, um eine Chance gegen Arceus zu haben. Alan, du musst diese Welt beschützen.